Hallo, im letzten Video hatten wir Peppermint OS 6 vorgestellt. Heute zeige ich ein paar Modifikationen, die ich vorgenommen habe, speziell an Peppermint OS 6. Hintergrundbild habe ich mir geändert, Link dazu in der Videobeschreibung, dass ihr euch das runterladen könnt. Dann war dieser Startknopf, da stand Menü. Ne? Da habe ich mir gedacht, Menü, das ist doof. Entweder heißt es Menü oder gar nichts. Ne? Menü Einstellung. Hierin findet ihr, hier habe ich es schon angepasst, einen Link zu einem Bild. So. Und dieses Bild könnt ihr natürlich ändern. Ich habe das mal geändert auf Linux. Wie habe ich das gemacht? Grafik, hier ist ja der Editor bei Pixlr, ne? Der Online-Grafik-Editor schon dabei. Den können wir jetzt mal live und in Farbe benutzen. Ne? Wir haben uns also das Linkchen kopiert. Bild vom Computer öffnen, ne? Den Link haben wir jetzt. Ne? Und bei Ort, ne? Können wir dann hier einfügen. Bei mir ist natürlich schon mein modifizierter Link, bei euch der Link zum Original-Menü-Ding, das wir ändern wollen. Da kann man ein bisschen größer ziehen. Ne? Wir sind hier auf einer Webseite übrigens. Sieht man vielleicht nicht so. Also mit dem Mausrollrad nach hinten drehen kann man sich das größer machen. So, und bei Werkzeuge sehen wir so ein Auswahlwerkzeug. Ja? So ein kleines Kästchen. Das ist das zweite von oben links. Damit markiere ich mir jetzt einen Bereich, wo nichts ist, und zwar von oben bis unten. Ja, jetzt sage ich bearbeiten, kopieren, bearbeiten, einfügen. So, jetzt sehen wir schon, was passiert ist. Hier hat er das eingefügt. Ne? Was er sich da kopiert hat, hat er da eingefügt. Und jetzt wollen wir das natürlich verschieben. Das ist das Werkzeug rechts oben. Und wir sehen dann, aha, ne? Das ist das Ding. Was er sich kopiert hat, ne, sieht man jetzt recht schön, ist dann recht einfach zu überschreiben. Ne? Das machen wir jetzt mehrfach, bearbeiten, einfügen, verschieben, bis wir nicht mehr das haben, was vorher, bearbeiten, einfügen und so weiter und so fort. Ich mache das jetzt mal nicht bis zum Ende. Gut, jetzt wollt ihr hier einen anderen Text haben. Ne? Hier ist so ein Textwerkzeug, das ist so ein A. So, A. Und da klicken wir mal irgendwo hin, wo wir einen anderen Text haben wollen, dahin. So, hier kann man den Text eingeben, das ist alles ein bisschen verdammt klein. Ich habe hier eine hohe Auflösung. Farbe wählen, zum Beispiel in grün. Okay, und dann könnt ihr hier den Text eingeben, zum Beispiel Test. Farbe, jetzt soll die Farbe nicht gefressen, warum nicht? Ich hätte hier noch so ein bisschen mit dem mittleren Ding rumschieben müssen. Okay, jetzt sieht man, die Farbe hat sich geändert. Der Text ist da und der Text soll wieder mit dem Verschiebewerkzeug dahin, wo ich das am liebsten hätte. Na gut, ist bei mir jetzt natürlich ein bisschen schrottig, weil ich den Rest nicht überschrieben habe. Das ist ja auch jetzt nur ein Beispiel. Datei speichern. So, und dann sage ich, das ist jetzt Bild XXX, einen anderen Namen vergeben. Okay. Und ich speichere das unter Bilder, Menü, Button, XXX, Save, so. Image, Saved, kann man zumachen. Diese Seite verlassen wir, waren auf einer Webseite, Rechtsklick, Menü, Einstellungen. Und dann würde ich jetzt diesen Pfad angeben. Jetzt müsste ich nochmal gucken mit dem Dateimanager. Wie hat es denn noch geheißen? Da habe ich schon mehrere Versuche gemacht. Zum Beispiel hier habe ich mir Nein, kein Windows rausgemacht, auswählen. Und das könnten wir dann zum Beispiel nehmen. Ne? Gut, okay. Und dann steht da unten Nein, kein Windows. So, gut. Ne? Hier ist unser Testbildchen, wer nicht glaubt, das hat man nämlich gerade ja auch. Ne? Das hätte ich jetzt auch nehmen können. Gut, also so habe ich mir den Button hier angepasst. Was habe ich mir noch angepasst? Ja, ich hatte ein Problem. I have a problem. Und zwar konnte ich mit meinem Touchscreen hier die obere Leiste nicht anfassen. Wer das Problem nicht hat, lässt so wie es ist. Wer das Problem hat, sudo apt-get install Mutter. Wir rufen jetzt uns die Mutter. Nein, Mutter ist ein anderer Windows Manager. Ja, der sorgt dann für andere Fensterdekorationen, habe ich hier gemacht. Und dann habe ich mir in den Einstellungen, dann kann man hier die Default Applications für die Session ändern.
und zwar die Core Applications und dann habe ich hier den Windows Manager Mutter. Ne? Ja, und dann nochmal Reload und dann macht so ein bisschen durcheinander, gegebenenfalls nochmal neu starten. Und beim Themenwechsel von einem Thema zum anderen sieht man dann, ändert sich der obere Bildschirmrahmen. Ich finde ganz witzig, weil der macht so lustige Effekte. Der positive Effekt ist, ich touche jetzt mal drauf rum, ich kann jetzt mit meinem Touchscreen das Ding verschieben. Gut, weitere Modifikationen. Ihr seht, hier unten in der unteren Leiste habe ich mir zum Beispiel hier das Terminal auf die Leiste gesetzt. Das geht normalerweise hier nicht so einfach. Rechtsklick, Panel-Einträge hinzufügen, entfernen. Ich habe dann festgestellt, hier in der Ecke, dieses Ausklick-Link-End-Session, das war schon eine Anwendungsstartleiste, ja, also wo der Knopf drauf ist, bearbeiten. Man sieht, da ist ein kleines Symbol drauf, End Session. Jetzt wollte ich meine zusätzlichen Symbole wie Firefox und so weiter aber nicht da hinten im Eck haben. Also, was habe ich getan? Ich habe gesagt, hinzufügen, und zwar eine weitere Anwendungsstartleiste. Anwendungsstartleiste hinzufügen, ja. Und diese neue Anwendungsstartleiste, die dann hier hinten jetzt erschienen ist, kann ich hochschieben dahin, wo ich sie haben will. Ja, und zwar so hoch bis ganz oben. Ne? Ganz oben. Und diese Anwendungsstartleiste ist jetzt hier. Und da kann ich die bearbeiten und hier Anwendungen draufpacken. Zum Beispiel Internet habe ich mir mittlerweile den Firefox Webbrowser hinzugefügt. Ja. Kann ich da hinzufügen und jetzt habe ich das Firefox-Symbol. Oder aber aus dem Menü Zubehör sehe ich dort zum Beispiel das Terminal, kann das hinzufügen, habe ich das Terminal hier. Und ich habe mir mittlerweile auch installiert den Thunderbird. Ne? Internet sehe ich da zum Beispiel den Thunderbird-E-Mail-Client hinzufügen. Und schließen und schließen und gut, dann habe ich hier meine Startsymbolchen, zum Beispiel für das Terminal auf der Seite, wo ich es haben wollte. Das sind die Anpassungen, die ich erstmal gemacht habe. Gut, wer jetzt zum Beispiel sagt, ich habe kein Firefox, sudo apt-get install Firefox, ja, installieren, Enter drücken, installiert sich der Firefox Webbrowser. Und falls das nicht auf Deutsch ist, minus lokale minus D, dann habt ihr die deutschen lokalen Einstellungen für Firefox gleich mit installiert. Das gleiche auch für Thunderbird, Thunderbird. Und minus lokale D. Dann habt ihr Thunderbird und die deutschsprachigen Einstellungen. Das gleiche gibt es natürlich auch für GIMP und die GIMP Plugin Registry, die zusätzliche Plugins bereithält, wie zum Beispiel Heal Selection. Gut, das kann man sich aber auch sparen. Nein, kein Windows. Der finde ich gut. Kann man sich auch sparen, weil Peppermint OS bringt die Möglichkeit Anwendung, Aktualisierung, hat seine eigene PPA dabei. Ja, haben wir gesehen, andere Software, die eigene PPA von Peppermint OS 6. Und wenn wir dann auf das mitgelieferte Mint-Install gehen, Anwendungsverwaltung, so, Passwort eingeben. Dann kann man sich die Sprüche im Terminal auch sparen. Die Anwendungen sind natürlich einerseits über das Software Center, hier in dem Fall Mint Install, erreichbar. Aber ihr sucht am besten mal nach Peppermint. So. Und so bringt diese PPA zum Beispiel das Office Pack mit. Doppelklick. Dann seht ihr, was da drin ist. Ne? Peppermint Office Pack, da ist zum Beispiel LibreOffice dann gleich mit drin. Da müsst ihr euch die Sprüche nicht merken. Außerdem ist GIMP da drin, inklusive der GIMP Plugin Registry. Das ist zum Beispiel für zusätzliche Plugins wie Heal Selection gut. Ja?
Und darin ist sogar, irgendwo habe ich es gesehen, auch Thunderbird gleich mit dabei. Ja, also hier hat man einige Pakete zusammengefasst, damit man das nicht alles selber einhacken muss, könnt ihr auch darüber installieren. Gut, deshalb habe ich jetzt hier so ein paar mehr Einträge. GIMP habe ich jetzt drin, LibreOffice habe ich jetzt drin und diverse andere Programme wie zum Beispiel Thunderbird. Das ist doch ganz nett. Was habe ich noch gemacht? Wir hatten es ja mit Eis. Ne? Und ich wollte jetzt mal ein eigenes Eis hier machen. Ne? SSB-Manager, Site-spezifisch Browser. Da habe ich mal ein bisschen geübt. Und das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn man mit Chromium was macht. Gehen wir mal auf den Chromium-Webbrowser. So, wir gehen jetzt mal in den Chromium Store. Ich mache das jetzt mal kurz vor für ein ganz bestimmtes App. Da suchen wir im Chromium Store nach Chrome Apps und wir suchen dort nach dem Whale-Bug. Ne? Wetterkäfer heißt das eigentlich. Ne? Das ist also jetzt nicht Fehler, sondern Weather-Bug. Ja, hinzufügen. Dann kann man sich das App erstmal runterladen, das dauert einen Moment. So, das wird runtergeladen, das dauert einen kleinen Moment. Sobald man das runtergeladen hat, hat man im Chromium, sobald man einen neuen Tab öffnet, ein entsprechendes Symbol. Wir warten das mal kurz ab. So, mittlerweile ist das heruntergeladen. Wir machen einen neuen Tab. Das ist jetzt wichtig, einen neuen Tab. Und wir sehen jetzt hier unter Apps den Weather-Bug. Nun, ich könnte jetzt natürlich vom Chromium-Browser aus darauf klicken, das App starten. Will ich aber nicht. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich kann natürlich auch mit Rechtsklick eine Verknüpfung erstellen, und zwar auf dem Desktop, die dann da so erscheint, Verknüpfung erstellen. Und ich sage nur Desktop erstellen. So, jetzt habe ich da eine Verknüpfung. Ich will diese Verknüpfung auch nicht von meinem Desktop aus starten. Warum habe ich sie dann hinzugefügt? Ich gehe auf die Eigenschaften, sehe jetzt hier den Befehl, der ausgeführt wird. Und zwar wird da Chromium gestartet mit der entsprechenden App-ID. Ja, gut. Das habe ich mir jetzt kopiert. Ich mache das mal wieder zu. Das hier brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich auf Internet. Ich wollte ja diesen Eis da ausprobieren. Gut, diesen Simple SSB Manager, zeitspezifischen Browser. Ich nenne das auch so, wie das heißt. Weather-Bug. Na gut, den Namen könnt ihr frei vergeben. Ihr könnt auch schreiben, Wetter. Einfügen. Na, das, was wir uns da gerade kopiert haben. Da. User bin Chromium Browser, Profile Directory, bla bla bla. Da ich sowohl Chromium als auch Firefox habe, wähle ich natürlich Chromium, weil das nur mit Chromium funktioniert. Wo soll es hier im Menü erscheinen? Ich sag mal, Internet macht Sinn. Ich könnte mir entweder jetzt ein Symbol für das Menü auswählen. Das hier vorne sind ja alles kleine Symbolchen. Wir nehmen das Symbol, das auf der Webseite ist von WeatherUp. Site Fav-Icon. Fav-Icon ist ein Symbol, das auf jeder Webseite ganz oben auf dem Server liegt. Das kann man sich herunterladen lassen. Jetzt gehen wir mal auf Anwenden. Er sagt mir hier zwar ein URL-Error, den ignoriere ich aber und sagt Schließen. Gut, und das hier brauche ich jetzt auch nicht mehr. Löschen, löschen. Gut, jetzt habe ich hier einen Menüeintrag, und zwar dort, wo ich es vorher gesagt habe, im Bereich Internet. Der heißt Weather-Bug. Dieses App ist natürlich lokal auf meinem Rechner installiert. Über meine bestehende Internetverbindung hat es gesehen, ich bin in Hessen, in Deutschland, select. So. Ich kann natürlich auch eine andere Location auswählen. Nun, 45 Grad im Schatten haben wir nicht. Hier wird noch in der Einheit Fahrenheit gerechnet. Hier oben ist ein kleines Zahnradsymbol. Das ist jetzt natürlich sehr zeitspezifisch, nämlich genau bei diesem Weather-Bug. Gehe auf metrisch und sage Save. So,
Und jetzt sind wir in Hessen, Deutschland und wir sehen, ja, so schön sieht es bei mir nicht aus, wenn ich im Moment aus dem Fenster gucke. Aber so ungefähr sieht das aus. Es integriert sich dieses Chromium-App nahtlos, ohne dass ich Chromium sehe, hier auf meinem Desktop. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Windows XP. Entschuldigung. Ja, gut, das dient jetzt nur als Demo. Gut, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir mein Terminal ein bisschen angepasst. Einfach irgendwo ins Terminal rechts klicken. Da sieht man alle Optionen zum Einstellen. Ja, die Schrift zum Beispiel auswählen, wenn man eine andere Schriftart oder Schriftgröße haben möchte, auswählen und dann ist das gut. Ja, damit ist es auch wieder gut. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.